Lena Larissa Strahl steht vor einer Herausforderung, die weit über die komplexen Aufgaben bei Let's Dance hinausgeht. Die Schauspielerin offenbart, dass sie seit ihrer Kindheit mit Panikattacken und tiefsitzenden Ängsten zu kämpfen hat. Bleibt mein Herz stehen? Wache ich morgen noch auf? Fragen, die Strahl sich regelmäßig stellt und die auch während ihrer Teilnahme an der Tanzshow präsent sind. Trotz der mentalen Hürden zeigt sie eine starke Entschlossenheit, ihren Traum vom Dancing Star nicht aufzugeben. In einem Interview mit RTL teilt sie ihre Erfahrungen. Dabei wird deutlich, wie die ständige Konfrontation mit ihren Ängsten sie sowohl auf dem Tanzparkett als auch im alltäglichen Leben beeinflusst. Angefangen habe alles mit ihrem Durchbruch mit Bibi und Tina. Ich habe mich sehr einsam und allein gefühlt, weil ich das auch nicht benennen konnte. Ich wusste einfach, ich bekomme nachts keine Luft, aber ich verstehe das alles nicht, erklärt Lena Larissa. Im Kopf hat man immer Katastrophenszenarien. Wenn ich mich im Auto nicht anschnalle, dann bauen wir einen Unfall, beschreibt sie die Angstgedanken. Die Schauspielerin befindet sich inzwischen in Therapie und lernt dort, mit ihrer Angststörung umzugehen.